Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Getränketest. Heute teste ich für euch exklusiv Obla. Jetzt fange ich schon an zu rülpsen, bevor das Video losgeht. Naja. Hawaii Tropical. Also, bleibt dran. Yo, Hawaii Tropical. Tja, da kann ich jetzt eigentlich gar nichts dazu sagen, denn außer, dass es aussieht wie Orange, Maracuja und Dingenskirchen, Kokosnuss. Und was ist das da unten? Da ist ja noch was. Sind das hier diese komischen, diese Blüten, die man so, wo man die Blütenblätter abmacht und die, wie eine Kirsche da drin ist? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist hier nichts zu entdecken, wo Kalorien draufstehen, so, das ist absolut importiert, ja. Das kostet 4 DH, was auch immer das für eine Währung sein mag, 4 DH, weiß ich nicht. Ist das aus Malaysia? Schreibt es in die Kommentare rein, woher dieses Getränk kommen könnte. Ich habe es in einem amerikanischen Laden gefunden. Interessant, ja. Also vom Design her ist es schon mal sehr geil. Kalorien kann ich heute nicht so sagen. Werden wir sehen. Oder obwohl... Ja, also hier sind ein paar Angaben drauf. Aber ein paar Zahlen sind auch drauf. Aber das kann ich nicht zuordnen. Ich glaube... Ich meine 27 Kilokalorien auf 100 Milliliter. Naja. Öffnen wir. Oh. Es riecht wie Pina Colada hier. Es riecht wie Südsee, wie Urlaub. Also schenken wir ein. Das sieht so ein bisschen aus wie Orangensaft oder Multivitaminsaft. Ja, aber das Design ist okay. Kann man nicht meckern. Ja, das ist sehr billig gemacht. Also, aber es ist cool. Mir sagt zu, 4 Sterne fürs Design sind durchaus drin. Jo, dann würde ich sagen, Leute, Prost! Oh, total süß. Vielleicht finde ich auch noch eine Zuckerangabe. Ah. Oh, jetzt ist Maria und Josef. 6 Gramm? Nee. 42 Gramm, das kann schon eher hinkommen. Ja, spekulativ halt, ne? Also entweder 6 Gramm oder 42. Ich glaube ja 42 Gramm sind da drin. Denn das ist arsch süß. Das ist richtig Zucker süß. Wie ich würde es vergleichen, wie wenn du Multivitaminsaft nimmst und auf einen Zuckerwürfel träufelst und diesen dann isst. Also der Multivitaminsaft, der ist ja sowieso schon süß. Und dadurch, dass du noch Zucker träufelst auf so ein Würfelchen und isst, hat er dann noch mehr Power. Ja, so kann ich mir das vorstellen. Also Wahnsinn. Es gibt Leute, die stehen auf sowas. Es schmeckt ganz am Rande auch nach Kokosnuss. Nochmal testen. Zum Glück ist die Dose nicht allzu groß. Wie viel ist da drin? 25 Centiliter. Naja. Und
Also mein Geschmack ist es gar nicht. Auch wenn ich Kokosnuss und so Sachen liebe, es ist viel zu süß. Ja. Boah. Also ich habe jetzt schon fast Angst, dass ich einen Zuckerschock davon bekomme. Ja, wenn ihr den schon kennt, ach so, ja. Von daher geschmacklich ein Stern, einen drohenden, weil es, man kann es trinken, aber es ist nicht erfrischend, wenn man so eine süße Wand vor sich hat. Das muss echt nicht sein, Leute. Jo, wenn ihr den schon kennt, schreibt in die Kommentare rein, wie ihr ihn findet. Abonniert meinen Channel, bleibt fleißig dabei. Ja, und dann würde ich sagen, bis demnächst und gute Fahrt, Jungs und Mädels.